Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Legacy of Kain Soul Reaver. Und wir sind hier an einem Ort, an dem wir schon mal waren. Das habe ich ja am Ende der letzten Folge versprochen gehabt, dass ich hier nochmal zurückkomme. Und zwar ist das hier der See vor Melchias Reich, also den Bruder, den wir zuerst besiegt haben. Und wenn man hier nach oben guckt, da kann man schon ein bisschen schimmern sehen. Nein! Ach! Wieso bin ich hier nochmal gesprungen? Naja, kein Problem. Aber ich glaube hier hinten, das trifft sich eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil ich glaube hier hinten gab es da auch nochmal was. Mal von euch abgesehen. Genau. Hier konnte ich doch auch klettern. Jetzt schaue ich einfach mal, wo das zuerst hingeht. Und ich merke mir gleich, nicht nochmal springen. Und einmal drauf gehen, bitte. Habe jetzt keine Ahnung, wo das mich tatsächlich hinführt. Oh, hi. Ich weiß gar nicht, ob ich hier eigentlich schon sein sollte, aber ich gucke mich jetzt trotzdem einfach mal um. Wahrscheinlich, ach toll, ich mag euch Gegner, die sich dann immer wieder verstecken. Und gleich eine reingewischt, aber ich habe hier hinten doch gleich perfekt. Ich bin gar nicht auf den Soul Reaver angewiesen. Das finde ich gut. Ich kann mich vage an den Schädel erinnern. Ich weiß aber echt nicht. Da spielt halt auch Reihenfolge und sowas. Also ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, ob ich hier schon irgendwas machen kann. Oder wo mich das letztendlich hinführt. Also ich bin mal gespannt. Ich schaue mich hier ein bisschen um. Aber wir haben es hier auf jeden Fall noch mit Melchias Brut zu tun. Mit den schön verrottenden. Es gab hier auf jeden Fall noch eine Wand, an der ich hochklettern konnte. Und noch eine zweite. Sehr schön. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob und was ich hier schon reißen kann. Weil jetzt verschwimmt, also bis jetzt hatte ich eigentlich keine Probleme, mich großartig daran zu erinnern, wohin und was zu tun ist. Für den nächsten Gegner geht's an sich auch noch, da weiß ich noch, wo es hingeht und ich glaube, ich weiß auch noch ungefähr, welcher Gegner das war, aber danach, es liegt halt auch schon einfach viel zu viel Zeit dazwischen. Das schaut schon echt eindrucksvoll aus hier. Mich ärgert jetzt gerade, dass ich doch ein bisschen, dass ich nicht den. Das schaut schon echt cool aus hier. Ich wechsle jetzt einfach mal in die spektrale Welt. Vielleicht bringt mich das hier irgendwie ein bisschen weiter. Oder wäre da ein Absatz gewesen, an dem ich hochgekommen wäre? Nö. Nö.
Ja, wie gesagt, beim nächsten Gegner, also beim nächsten Gebiet weiß ich noch ungefähr wohin und ungefähr was da zu tun ist, aber dann wird es halt echt schon dünne mit dem, was ich sicher sagen kann und was ich sicher weiß. Aber schaut so aus, als könnten wir hier gerade eben noch nicht viel reißen. Aber das ist, wie gesagt, finde ich das Coole. Also ich spreche das wahrscheinlich auch jede zweite Folge auf, an. Dass man hier wirklich überall hin kann. Also ich kann jetzt hier schon mal ein bisschen exploren. Und gut, es bringt mir halt an sich noch nicht so viel. Aber es steht mir nichts im Weg. Also schaue ich nochmal rauf, was es hier so gibt. Bisschen nach links. Da geht es auf jeden Fall auch noch rauf. Und da haben wir doch gleich schon mal ein neues Portal. Das finde ich gut. Dann können wir, wenn wir hier tatsächlich hin müssen, auch ein bisschen schneller hinkommen. Bisschen verwinkelt. Wenn der Spaß ist, na, können wir nicht gucken. Aber das Symbol merke ich mir mal. Das ist so eine Raute mit einem Punkt drin. Das. So, jetzt wär's doch eigentlich ganz cool, wenn wir es schaffen würden, irgendwie darüber zu kommen. Hier sonst noch irgendwas Interessantes? Es geht noch ein Stück weiter rauf. Und das Geräusch will mir irgendwie auch nicht so ganz gefallen. Ich weiß nicht. Also bin ja ganz. Also ich glaube, ich weiß jetzt auch, woran es lag, dass ich. Wow, das hört sich. Na toll. Das hört sich auf jeden Fall mal echt ungesund an. Nein, ich will. Geht's hier noch auf? Schaffe ich das? Nee, natürlich nicht. So, jetzt halt versuche ich aber trotzdem auf den Schädel zu fliegen. Nein! Wahrscheinlich soll man da echt nicht rauf. Nee, jetzt weiß ich wahrscheinlich auch, also ich nehme an, dass ich weiß, warum der Ton das letzte Mal so rumgesponnen hat. Und zwar, weil ich während der Aufnahme, also ich habe ja letzte Folge auch schon angesprochen gehabt, oder die letzten Folgen angesprochen gehabt, dass das Spiel irgendwie was dagegen hat, dass ich Shortcuts für die Aufnahme nicht wirklich verwenden kann. Und das war nach der Folge, nachdem ich das Würfelrätsel hier einfach mal so gelöst habe, ohne, also offscreen. Und da bin ich aus dem Spiel rausgetappt und habe die Aufnahme abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, ich will jetzt hier nicht nochmal 5-6 Minuten zusätzlich in der Aufnahme drin haben. Ich hätte es zwar eh rausgeschnitten und so gigantisch sind die Rohdateien jetzt halt auch wieder nicht, dass ich sage, jetzt wird es hier langsam ein bisschen knapp. Und dann habe ich die Aufnahme abgebrochen und bin nochmal neu rein. Hab das Spiel also nicht neu gestartet, sondern bin dann halt wieder reingetappt und hab, besser gesagt, danach wieder rausgetappt. Und hab die Aufnahme wieder gestartet und bin wieder ins Spiel rein. Und jetzt haben wir das fünfte Fragment. Und wir sehen, dass wir. Ach doch, unsere Lebensenergie hat sich erhöht. Sehr schön. Da haben wir jetzt halt eine Spirale, die eine Reihe weiter hat. Sehr schön. Und dann bin ich wieder reingetappt und das hat wahrscheinlich dem Spielsound nicht wirklich so gut gefallen. Und ich will hier nicht wechseln. Ich möchte wieder zurück zu den Säulen. Denn
ihr werdet es wahrscheinlich auch noch wissen, der Auftrag war, direkt wieder an die Säulen zurückzukommen, wo wir gegen Kain gekämpft haben. Haben jetzt einen kleinen Exkurs gemacht, unsere Lebensenergie ein bisschen erweitert, das ist auch mal nicht schlecht. Bevor ich das am Ende noch vergesse. Und eigentlich müsste ich gar nicht gegen dich kämpfen, weil ich muss ja eh in die spektrale Welt. Aber ich nehme euch trotzdem mit. Ihr gebt zwar keine Erfahrung oder irgendwas. Aber one less vampire in the world ist doch auch nicht verkehrt. So. Mit einer kleinen Verzögerung von 10 Minuten kommen wir natürlich jetzt dann auch zurück an unseren tatsächlichen Bestimmungsort. Geht er durch diese Gitter durch? Gibt's hier eigentlich? Nee, gibt's. Ich glaube, hier gibt's kein Portal. Wobei das an sich eigentlich schon recht naheliegend wäre, oder? Also so nah, wie sie teilweise. Also teilweise liegen die Portale echt nah beieinander und teilweise halt ein ganz schönes Stück voneinander entfernt. Aber ich glaube, dann hätten wir das schon gesehen. Wenn es hier tatsächlich sowas geben würde. Und da sind wir auch schon wieder. Hast du uns irgendwas zu sagen, Ariel? Wie Leichen in zu flachen Gräbern steigt Fäulnis an die Oberfläche. Jenseits dieser Säulen hallen die Schreie des geschändeten Opfers. Und da war auch der Videohinweis ein bisschen. Jetzt können wir hier regenerieren, aber ich glaube, wir haben eh alles voll. Ach nee, Magie hatte ich nicht, aber da weiß ich jetzt halt auch, also keine Ahnung. Und hier an dieser Säule können wir nach oben klettern. Und hier den Durchgang haben wir ja gerade in der Videosequenz mit Ariel schon gesehen. Da müssen wir jetzt lang. Dumm die Dumm. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich gehe rechts. Da stehe ich gerade näher. Wahrscheinlich macht es eh keinen Unterschied. Oh, tatsächlich doch. Wir sehen einen ramondischen Wasserfall. Wir bereiten uns gleich mal darauf vor, dich wieder zu erledigen. Nachdem da jemand seine Arbeit nicht vollständig gemacht hat. Nur aufspießen allein bringt halt nichts. Die Seele muss schon mit. Auch schon ein schönes Lagerfeuer angezündet. Ist ja richtige Wohlfühlatmosphäre hier. Wasserfall, Lagerfeuer, alles was das Herz begehrt. Blutige Stacheln gehören natürlich auch dazu. Und gute Gesellschaft. Hier ist es einfach nur dunkel und mehr nicht. Warum sollte ich hier rauf? Wo versuchst du mich hinzulenken, Spiel? Ach, einfach nur der Weg zurück. Okay. Und dann da unten sehe ich auch schon mein nächstes Opfer. Oder meine nächsten Opfer. Na, stell dich mal nicht so an. Du hast dich ja noch nicht mal bemüht, mir irgendwas zu machen. Thank you.
wildes Durchgekloppe hier. Kriegen aber auch nicht genug. So. Zwei auf einen Schlag. Den spießen mich auch wieder mit. Einfach nur. Also selbst wenn ich da durchkommen würde, ich glaube, ich würde da nicht durch wollen. Also in der spektralen Welt. Ich schaue einfach mal weiter. Die alte Grabstätte der Seraphan. Einst war sie fest verschlossen. Jetzt aber, ausgeplündert während der Unruhen in Nosgoth, liegen ihre Geheimnisse offen da. Zur Zeit von Vorador, Jahrhunderte vor der Erschaffung Kains, kämpften die Seraphan-Kriegerpriester einen erbarmungslosen Kampf gegen die Vampirstämme Nosgoths. Beseelt von dem Wissen um die Gerechtigkeit ihres Kampfes, begingen sie unaussprechliche und wahllose Akte der Gewalt. Junge und Alte metzelten sie gleichermaßen dahin und dezimierten ganze Geschlechter in nur wenigen Jahrzehnten. Nun liegen ihre aufgebahrten Hüllen hier. Und da sieht man auch ein Stilelement von dem Spiel, das ich auch sehr zu schätzen weiß. Es gibt nicht so, dass du sagst, oh, hier, Vampire sind die Bösen oder die Guten und sondern hier ist irgendwie jeder scheiße. Also die ehemals größten Gegner der Vampire waren genau solche letztendliche Arschlöcher wie die Vampire selbst. Also da schenkt sich, in der Welt schenkt sich wirklich niemand irgendwas. Wieder Stufen. Ich werde so von solchen Stufen werde ich magisch angezogen. Ich weiß nicht. Ups, das war knapp. Was haben wir hier Schönes? Ich würde fast vermuten Portal. Ja. Diesmal sogar komplett ohne Tür. Wahnsinn. Haben wir schon zwei Portale in der Folge, ist ja kein schlechter Schnitt. Will ich mal meinen. So, jetzt schauen wir uns die Ruinen hier doch mal ein bisschen genauer an. Schön im Fenster stehen. Wer kommt schon durch die Tür rein? Das ist ja. Ach, das sind auch Speere. Naja, parken wir das mal hier in der Wand. Hier muss ich eh in der spektralen Welt weiter, wie es ausschaut. Wappne dich, Raziel. Eine vergessene Geschichte wartet dort auf dich. Erkenne dich selbst, auch wenn es dich vernichten könnte. Schön in Rätseln gesprungen. Wobei, ich glaube aber, es gibt schon genügend, die jetzt den ein oder anderen Gedanken haben, was das Ganze ungefähr zu bedeuten hat. Aber ich sage dazu erstmal gar nichts. Ich nehme erstmal dieses schön ornamentverzierte Spießchen mit. Ey, das ist meine Lebensenergie. Ich hab doch überhaupt kein Blut, das du sagen könntest. Ja, schaut schon cool aus hier. Ja. So schön nichtssagend. Als ich den Stein zur Seite zog, entwich aus der inneren Kammer die Grabesluft. Ich war nicht gerüstet für das, was ich jenseits dieser Schwelle fand.
Diese Grabgewölbe, geschändete Särge von Seraphan-Heiligen. Sie trugen die Namen meiner Brüder und auch den meinen. Kains blasphemische Taten und ihre Ironie enthüllten sich mir mit einem Schlag. Waren meine Hände nicht genauso blutig wie diese? Schlimmer noch, ich hatte das Blut meiner Brüder vergossen, eben jener Kameraden, deren Grabstätten verwüstet vor mir lagen. Ja, Raziel, du warst Seraphan, geboren aus derselben Kraft, die deine Art fast vernichtet hätte. Doch bevor das Reich anbrach, wart ihr seine Auserwählten. Kain, Noskots alleiniger, selbsternannter Herrscher, plünderte diese Gräber und entführte euch aus der Krypta. Indem er euren Gebeinen seine vampirische Gabe einhauchte, ließ er euch als seine auserwählten Söhne wieder auferstehen. Ja, und mit dieser wunderschönen Enthüllung, ich habe gewusst, dass die Erklärung hier kommt, aber mir war nicht klar, dass sie tatsächlich so schnell kommt. Würde ich einfach mal sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, cool, ich kann... Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao!